Ach, was ist das schön, mal wieder nach langer Zeit hier mit dem kleinen Posen-Account unterwegs am Moskito. Und ich teste gerade Spots, Stellen, wo was gehen könnte. Zack, wo irgendwelche Fische beißen, auf was die denn so beißen. Einfach mal wieder schön basismäßig testen und erkennen, an welcher Stelle Fisch ist. Zack, und wieder raus damit. So, ich bin gerade auf der Suche nach Fisch. Wo sehe ich denn den Fisch? Wo findet man denn den Fisch? Ich meine, letzten Endes hat man ja überall Wasser, überall quasi die Möglichkeit, theoretisch was zu fangen. Und es kursieren halt auch immer noch diese Ideen, dass man sagt, okay, man kann nur an der Stelle und nur in diesem Chatbereich und nur auf den und den Koordinaten, nur da kann man was fangen. Und das Ganze ist vielleicht ein bisschen zu freaky. Es ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. So sehr auf diese Sachen zu achten und weniger darauf zu achten, was man denn hier gerade überhaupt für eine Begebenheit hat. Wie ist das Wetter zurzeit? Wie warm ist es? Ist es sonnig? Ist es bewölkt? Wie sind die Begebenheiten überhaupt? Was haben wir denn hier eigentlich vielleicht für einen Untergrund? Und solche Sachen. Also das sind alles Komponenten, die eben auch entscheidend sind. Und wenn wir dann halt in Richtung Temperatur gehen, jetzt wird es gerade Stück für Stück kälter. Nacht kommt natürlich auch noch dazu, es wird kälter. Muss man vielleicht einfach mal auch ein bisschen andere Köder testen. Dazu kommt natürlich dann auch die Kombination mit den Köder oder mit den Futtermischen zum Anfüttern. Was verwendet man für Futtermischen? Was sucht man? Grundsätzlich würde ich sagen, wenn ihr gerade im Low-Level-Bereich seid, wenn ihr anfangt, nehmt euch eure drei Stippen oder jetzt hier in dem Fall mit dem Posen-Account habe ich ja mittlerweile schon eine Bollo-Route auch zusammen. Gönnt euch drei verschiedene Köder und testet einfach mal drei sehr unterschiedliche Köder, inwieweit sie denn funktionieren oder eben nicht funktionieren. Hier gerade war es zum Beispiel so, an der Stelle hatte ich dran Süßteig, Brotteig und eine Made reingeschmissen. Und zack, die dicksten Brocken gehen auf die olle Made. Ich hatte ja schon sehr mit den Teigen gerechnet und geliebäugelt, hatte dann auch Futtermische Karausche reingeschmissen und ja, was passiert? Die Made dominiert hier gerade, beziehungsweise dann im Nachhinein, nee, hier hatte ich noch einen anderen Köder drauf, doch immer wieder die Made und da hatte ich gedacht, okay, vielleicht ist es eher ein Köder halt mit einem höheren Eiweißanteil gerade, vielleicht ist das gerade interessant und das genau das Richtige, was die Fische hier gerade suchen. Jetzt in der Nacht zum Beispiel, ich gehe nochmal auf einen etwas kleineren Haken. Dann nehmen wir hier vielleicht mal einen ollen, ganz normalen Regenwurm dran. Ich war gerade relativ flach unterwegs, weil es ja auch ziemlich warm war. Und jetzt wird es halt langsam kühler. Ich gehe ein bisschen tiefer, ich nehme einen Regenwurm. Gehen wir vielleicht mal sogar auf 70. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen von der Tiefe hier an der Stelle. 70 cm tief, halt eher bodennah, jawohl. Bodennah und Regenwurm. Das gleiche mache ich allerdings jetzt hier auch mit der Made. Gerade funktioniert nicht mehr so viel. Auch da gehe ich mal ein bisschen weiter runter. Vielleicht auch mal auf die 70. Da war ja jetzt die ganze Zeit nichts mehr, keine Reaktion. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob sich die Fische vielleicht, wenn es kälter wird, auch ein bisschen wieder zurückziehen in Richtung Untergrund, weil es doch da ein bisschen angenehmer ist. Ähnlich hatte ich das hier. Und dann gehen wir mal runter. Ich weiß gar nicht, wie weit wir hier können. Wir haben hier eine Tiefe angegeben von ungefähr einem Meter. Guck mal, da auf der Made zuppelt es schon direkt. Und ich schmeiß mal hier aus. Ganz knapp. Wenn er jetzt gleich untergeht, dann packe ich mir den. Vorher noch nicht, weil die Schnur jetzt schon stramm ist. Wenn ich jetzt zugreife, dann ruckelt es an der Schnur. Und wir verlieren höchstwahrscheinlich den Fisch, weil wir ihn einfach verscheuchen. Jetzt zieht er runter. Wow!
Wow, 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 nein! Was für ein Monster! Nein! Über... Alter, der hatte vielleicht 1,82 Kilo. Was für ein Brocken auf der ollen Bade. Nein! Meine guten Haken. Ei, 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 ei. Okay, ich gehe mal auf einen kleinen Zehnerhaken und mach die Made dran. Nein, abgefahren. Krass, was hatten wir? 70 cm Tiefe. Ballern hier die Brocken rein. Das war vielleicht eine Schleie. Schleie könnte sein. Guck mal, da auf der 1 zuppelt es, glaube ich, auch los. Bollo können wir aufheben. Da haben wir ja eine Spule dran. Das heißt, wir haben hier die Spule auf 50 eingestellt. Sehr hohe Einholgeschwindigkeit. Ich halte jetzt schon Shift gedrückt. Das haben, und in dem Moment, wo jetzt gleich die Pose richtig schön runtergegangen ist, dann mache ich einfach nur mit Shift linke Maustaste das schnelle Einkurbeln. Und wenn dann die Schnur stramm ist, dann drücke ich dann auch noch die rechte Maustaste. Dann zieht man die quasi schon ran. Wir gucken erstmal. Das ist allerdings ein sehr zaghaftes Gezuppel hier. Könnte auch sowas wie ein... Ja, wir haben Mistwurm dran, ne? Ich wollte gerade sagen wie ein Rotauge. Aber es kann auch durchaus nichts sein. Alter, weißt du was? Ich mache mal direkt hier... Da ist schon wieder was auf der Stippe. Auf der Made. Ich mache gleich da eine Made dran. Guck dir das an. Guck dir das an. Nein, was haben wir denn hier? Was ist denn hier los? Ich krieg die gar nicht ran. Alter, hat sich gelöst. Was ein fetter Brocken. 800 Gramm? Ei, ei, ei. Okay. Was ein fetter Brocken. Das sind schöne Dinger. Die hätte ich gerne. Warte. Ich ändere hier... ich lasse den Haken, wie er ist. Ich ändere auch hier... Nee, kann ich gar nicht. Ich kann nur einen 12er Haken, glaube ich, nehmen. Ne? 12er Haken maximal... Für Made habe ich nicht. 14er Haken und Made. Ich bin, glaube ich, mit der großen jetzt hier auf einen Meter Tiefe. Aber ihr seht sofort, es gibt, wie gesagt, es gibt Köder, die funktionieren. Es gibt Köder, die weniger gut funktionieren. Wenn ihr halt eine Stelle habt, dann eben überlegen, was sind diese, was ist diese grundsätzliche Idee dahinter? Oder was ist das für eine Art Köder? Ist es was, was eher ein eiweißhaltiger Köder ist? Ist es was Süßes? Ist es vielleicht, ja, ich sag mal, man kennt es ja auch von anderen Fischen, von Karpfen oder sowas, geht es tendenziell eher ins Fischige oder geht es ins Fruchtige? Also das sind alles so Komponenten, die man je nach Wetter so ein bisschen im Blick haben sollte. Also tendenziell eben auch, sagen wir mal, bei Sonnenschein tatsächlich eher das eher Fruchtige und dann bei Regenwetter dann so leicht grünliche Komponenten reinbringen, beziehungsweise eben auch mal was Fischiges. Oder jetzt eben hier beim normalen Grundangeln, dann nehmen wir jetzt vielleicht eher hier Maden und Co. oder kleine Würmer. Gerade auch nachts natürlich kleine Würmer, immer interessant für den Kaulbarsch. Absolut lohnenswert. Und Teige natürlich immer wieder gut für Giebel und Karauschen. Zack. Ja, schönes Gewicht hier auf der Giebel wieder. Auf der ollen Ersatzrute. Ei, ei, ei. Ich muss hier echt zusehen. Ich werde das hier auch mit der... Ich werde mal hier vorne hinwerfen. Ja, und dann, wie gesagt, immer auf im Blick behalten, wo ist man eben unterwegs, ne? Wie sieht die Situation gesamt eben aus? Ist das hier eher ein bisschen verschilft? Ist es hier das Freie, die freie Fläche? Und halt versuchen zu erkennen, man sieht es ja vielleicht manchmal auch an der Seite, ist es da alles sehr sandig oder hier alles, ja, ich denke mal, das wird auch eher ein bisschen schlammiger Untergrund sein hier. Was sind das halt für Begebenheiten? So, ich ziehe hier nochmal ein bisschen was raus. Die Made, zack, eskaliert hier auf der Stippe. Köder Nummer 1 hier gerade. Weit, guck mal hier, schon wieder Giebel. Nur auf Made. Da hinten jetzt endlich auf 1 Meter Tiefe auf der großen Pose. Da natürlich ein deutlich größerer Haken dran. Aber wenn es jetzt nur darum geht, hier schön Frequenz zu machen, kann man sich tatsächlich mit so einem simplen Köder wie der Made, ich habe Giebel- und Karauschenmische natürlich ausgeschmissen, aber damit kann man sich dann hier schon mal richtig gut hinstellen. So, jetzt hoffen wir mal hier auf einen Biss, der dann aber auch hakt. Ich glaube, ich sehe an der
Stippe, ja, Stippe eskaliert auch schon wieder, die ganz kleine. Da ist schon wieder was dran, also kleiner Haken, ich kann das schon wieder anheben. Krass. Sehr, sehr krass. Schöne Brocken, richtig gut. Wieder ein Giebel. Was sich übrigens auch lohnt jetzt, gerade wenn man abends unterwegs ist, die Güster zu ziehen. Auch kohlemäßig die Güster. Da vielleicht einfach mal reingucken ins letzte Video vom Moskitosee zum Aaland. Das genau die gleiche Stelle von diesem Aaland-Video. Da einfach, wie gesagt, nochmal reingucken. Und genau an der gleichen Stelle sind auch jede Menge Güster unterwegs. Guck mal, hier so eine kleine, ja, 12er Haken. Ich gehe auch hier wieder auf Made. An der gleichen Stelle die Güster. Vielleicht ein bisschen weiter links, aber so im Großen und Ganzen ist das genau die gleiche Stelle, wo der Aaland ist. Da ballern auch die Güster rein. Gerne natürlich in den Abendstunden und ja, die Nacht hindurch bis in die Morgenstunden rein. Und dann vielleicht tagsüber mal ein bisschen Variation wieder reinbringen. Auch nicht gehakt, ja, ist es denn? Die olle Bollo, ey. Da enttäuscht sie mich aber. So, machen wir hier vorne. Und stehen lassen. Ja, also, wie gesagt, rumprobieren. Ganz wichtig natürlich auch mit den Futtermischen rumprobieren. Guckt, was ihr schon an Basis Futtermischen herstellen könnt. Welche Variationsmöglichkeiten habt ihr? Oder testet einfach Futtermischen auch mal selbst. Wenn man jetzt hier, ja, Weizenmehl habe ich hier zum Beispiel. Man kann eben auch Futtermischen sehr gut selber zusammenstellen. Man kann das auch einfach aus dem Real Life übernehmen. Guckt sich da in der nächstbesten Angelzeitung die besten Futtermischen für Giebel und Karauschen an und nimmt davon einfach mal so ein paar Komponenten. So ganz weit entfernt davon ist das natürlich alles nicht. Also, zieht raus die Brocken. Petri, ihr Lümmels. Achso, von der Position, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Also, am Moskito, direkt hier oben an der Stelle. Eine richtig schöne kleine Ecke, wo man schnell mal eben hingehen kann. Schon mal eben vielleicht so eine halbe Stunde kurz auf die Fische geht. Wenn man mal nicht vielleicht nicht so viel Zeit hat oder so, einfach mal ein bisschen rumprobiert. Genauso kann man hier unten eben hinlaufen. Da geht das eben auch sehr gut. Hier ist so eine Schilfbank, die so rausguckt. Direkt davor werfen, klappt auch richtig gut. Immer mal wieder testen. Und der letzte Spot, was ich gerade gesagt habe mit den Güstern. Ich meine, das war hier in dem Bereich. Wie gesagt, da vielleicht einfach nochmal ins Video schauen. Und dann rausziehen die Aalande oder eben die Güster. Petri, ihr Lümmels, macht euch einen entspannten Tag. Geht da nicht zu verbissen ran. Probiert und spielt und testet verschiedenste Köder. Und wenn ihr meint, ja, jetzt habe ich da eine Stelle und einen Spot gefunden, wo man immer wieder den gleichen Fisch fängt, dann dementsprechend die Futtermische reinballern. Jawolski. Und dann klappt das auch mit den Giebel und mit den Karauschen. Petri. Oh.